Der Vergaser spielt seit jeher eine wichtige Rolle bei der Aufbereitung des Gemischs. Zwar wurde er mittlerweile von den modernen Einspritzanlagen abgelöst, aber ein Großteil der in Deutschland zugelassenen älteren Maschinen nutzt nach wie vor diese Technik. Grund genug also, sich dem Thema einmal ausführlicher zu widmen. Der größte Vorteil des Vergasers ist sein relativ simpler Aufbau und damit verbunden seine Reparaturfreundlichkeit. Unabhängig von der Bauart haben alle Vergaser die gleiche Aufgabe. Sie sollen den Motor mit dem richtigen Kraftstoff-Luft-Gemisch versorgen. Im Idealfall 1 Kilogramm Benzin auf 14,7 Kilogramm Luft. Und das unabhängig vom Drehzahlbereich bzw. Betriebszustand. Das ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, denn neben einem guten Startverhalten muss der Vergaser auch im Leerlauf, Teillast- und Volllastbereich möglichst perfekt arbeiten. Mit steigenden Ansprüchen an Leistung und Durchzug entstanden so aus einfachen Vergasern mit simplen Düsensystemen zunehmend aufwendigere Konstruktionen. Der einfachste Vergasertyp ist der Rundschiebervergaser, der direkt per Seilzug gesteuert wird. Verbreitet ist er vor allem bei älteren Ein- und Zweizylindermotorrädern. Die weitere Entwicklung führte dann zu leistungsstärkeren Flachschiebervergasern, die häufig bei japanischen Vierzylindern der 70er und 80er Jahre verbaut worden sind. Und schließlich zu den Gleichdruckvergasern, erkennbar an oben auf den Vergaser sitzenden sogenannten Glocken. Bei ihnen betätigt der Fahrer über den Gasgriff eine zwischen dem Einlass und dem Gasschieber liegende Drosselklappe. Dadurch entsteht im Saugrohr ein Unterdruck, durch den eine Membran den Gasschieber anhebt. Die Düsennadel gibt dann die Bohrung für den Benzinzulauf im Düsenstock frei und die benötigte Kraftstoffmenge gelangt ins System. Allen Vergasertypen gemeinsam ist die Schwimmerkammer, die den Benzinzufluss regelt. Egal um welche Bauart es sich handelt, alle Vergaser haben im Prinzip die gleichen Probleme. Dies sind vor allem Verschmutzung, Korrosion oder Defekte an den Gummi- oder Kunststoffteilen wie Dichtungen, O-Ringen, Membranen oder Luftabsperrventilen. Korrosion und Verschmutzung lässt sich durch das Entleeren der Schwimmerkammer bei längerer Stilllegung relativ leicht vermeiden. Gegen altersbedingte Defekte, die noch durch aggressivere Benzinsorten verstärkt werden, hilft allerdings nur eine Überholung. Höchste Zeit für eine Inspektion bzw. Revision des Vergasers ist es, wenn Startverhalten und Leistungsabgabe sich deutlich verschlechtert haben, der Motor nicht mehr richtig rund läuft, Aussetzer hat oder der Vergaser überläuft. Da eine gründliche Kontrolle aber fast immer einen aufwendigen Abbau und die Zerlegung erfordert, sollte man vorher unbedingt alle anderen Ursachen wie Luftfilter oder Zündung möglichst ausschließen. Fast alle Teile eines Vergasers bestehen aus relativ weichen Materialien, Messing oder Zinklegierung. Gut passendes Werkzeug und eine vorsichtige Herangehensweise sind daher unverzichtbar. Beim Entfernen von Verschmutzungen dürfen keinesfalls Kratzer, Kerben oder Ähnliches entstehen. Sinnvoll ist je nach Alter und Zustand auch der Kauf von speziellen Vergaserreparatursätzen, die es in zwei Ausführungen gibt. Neben den normalen Dichtungssätzen gibt es auch eine Version, die alle Ersatzteile, Düsen, Nadeln, Schrauben usw. so enthält. Je nach Bauart ist der Ausbau der Anlage mehr oder weniger aufwendig. Oft müssen dazu noch zahlreiche Teile, Tank, Batterie, Luftfilterkasten oder Ähnliches abmontiert werden. Bei der Demontage und dem anschließenden Zerlegen sollte man auf jeden Fall sehr systematisch vorgehen, sich am Handbuch orientieren und möglichst viele Fotos machen. Auch alle Besonderheiten sollten notiert werden und die abgebauten Teile in der Reihenfolge des Ausbaus abgelegt werden. Dabei auch nicht vergessen, die oft zahlreichen Schläuche entsprechend zu kennzeichnen und bei Luftgemischschrauben die Umdrehungszahl zu notieren. Man startet mit der Trennung der Benzinzufuhr und dem Ablassen des Sprits aus den Schwimmerkammern. Anschließend können die Gaszüge und der Schokzug demontiert werden. Im Anschluss daran werden die vergaserseitigen Klemmschellen der Ansaugstutzen gelöst, sodass man die Vergaserbatterie aus dem Ansaugstutzen ziehen und herausnehmen kann. Die offenen Ansaugstutzen am Zylinderkopf stoppt man möglichst sofort mit einem sauberen Lappen zu, damit kein Dreck in den Motor gelangen kann. Sind die Gummis ausgehärtet, brüchig oder sogar schon eingerissen, werden sie natürlich ersetzt. Eintretende Nebenluft könnte sonst zu schweren Schäden führen.
Vor dem Zerlegen sollte die demontierte Anlage unbedingt mit Hilfe von Vergaserreinigungsspray und einer Bürste möglichst gründlich von außen gereinigt werden. Dann wird sie am besten auf eine saubere Arbeitsfläche gelegt. Alle Teile sorgfältig ablegen und nicht vertauschen und dabei besonders auf die zahlreichen kleinen Dichtungen achten. Man beginnt mit dem Ausbau der Gasschieber. Dazu entfernt man die Schrauben des Vergaserdeckels, die unter Federvorspannung stehen. Nach dem Abnehmen des Deckels kann man die Feder entnehmen und die Membran, soweit vorhanden, vorsichtig lösen und schließlich den Gasschieber herausziehen. Zur Prüfung einer Membrane hält man sie gegen eine helle Lichtquelle und zieht sie ganz leicht und vorsichtig in verschiedene Richtungen. Eine Membran darf weder hart noch verformt oder rissig sein und muss vor allem absolut dicht sein. Ist sie beschädigt, das ist häufig an den Kanten, ausgehärtet, porös oder hat sie ein Loch, muss sie ersetzt werden. Als nächstes steht die Prüfung der Düsennadel an. Sie muss sauber, glatt, ohne Riefen und vor allem absolut gerade sein. Falls Rückstände an der Düsennadel haften, darf man diese bei der Reinigung nicht beschädigen oder verbiegen. Auch die Gasschieberfeder sollte man prüfen. Ist sie verzogen oder beschädigt, wird sie getauscht. Zum Schluss wird noch die Oberfläche des Gasschiebers auf Sauberkeit, Riefen und raue Stellen überprüft. Gemischregulierschraube, Leerlauf-Luftschraube oder Gasschieberanschlagschraube sitzen, wenn vorhanden, oft seitlich am Vergaser. Bevor man sie entfernt, dreht man sie erst ganz vorsichtig, sie sind nämlich sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, bis zum Anschlag ein und notiert die dazugehörigen Umdrehungen. Das ist wichtig für die korrekte Einstellung beim späteren Zusammenbau. Oft ist in der Bohrung der Regulierschraube auch ein O-Ring eingesetzt. Der kann gerne mal im Gehäuse stecken bleiben. Mit einem dünnen Draht und etwas Geschick kann man ihn lösen und herausziehen. Ebenfalls seitlich sitzen die Aircut- oder Luftabsperrventile, die eine Abmagerung des Gemischs beim Gaswegnehmen verhindern sollen. Ein defektes Ventil macht sich meist durch Knallen im Schiebebetrieb bemerkbar. Das Ventil sollte sauber und unbeschädigt sein und die Gummimembran intakt. Man macht hierzu eine Lichtprobe wie bei der Membranprüfung. Zu guter Letzt kontrolliert man auch noch, soweit vorhanden, die Chokekolben. Sie müssen ebenfalls sauber und unbeschädigt sein und über eine intakte Feder verfügen. Alle defekten Teile werden im Zweifel ausgetauscht. Anschließend widmet man sich der Unterseite. Nach dem Entfernen der Befestigungsschrauben der Schwimmerkammer kann man diese abnehmen. Oft ist die Dichtung zwischen Schwimmerkammer und Vergaser aber verklebt und sollte vorsichtig gelöst werden. Die Achse des Schwimmers lässt sich meist nur in eine Richtung mit Hilfe einer Zange oder einem Splintdurchtreiber vorsichtig ausziehen. Notieren von welcher Seite. Jetzt lässt sich der Schwimmer mit angehängtem Schwimmerventil herausnehmen und dann kann man den Sitz des Schwimmernadelventils demontieren und beides auf Kerben und Beschädigungen oder Verschmutzung kontrollieren. Jede noch so kleine Kerbe oder Vertiefung in der Spitze der Schwimmernadel oder im Nadelsitz machen das Ventil undicht. Im Zweifel ist es besser, beides zu tauschen. Um den Schwimmer auf Risse und andere Beschädigungen zu überprüfen, legt man ihn in ein Gefäß mit Benzin. Hat er einen Riss, geht er unter und muss ersetzt werden. Zum Schluss werden Hauptdüse, Nadeldüse, Düsenstock und Leerlaufdüse auch noch auf Verschmutzung oder Abnutzung geprüft und bei den geringsten Beschädigungen getauscht. Beim nun ansteigenden Reinigen hat man zwei Möglichkeiten. Bei der Do-it-yourself-Methode legt man das Vergasergehäuse sowie alle Teile in eine passende Wanne und sprüht sie mit einem speziellen Vergaserreiniger ein. Früher verwendete man dafür gern eine spezielle hochwirksame Yamaha-Reinigungsflüssigkeit. Die gibt es aber leider nicht mehr, beziehungsweise sie ist nicht mehr lieferbar. Nach entsprechender Einwirkzeit, Gebrauchsanleitung beachten, werden sämtliche Komponenten gesäubert und anschließend alle Bohrungen, auch die Zusatzbohrungen am Lufteintritt und Gemischaustritt, mit reichlich Druckluft durchgeblasen. Noch besser ist es allerdings, den zerlegten Vergaser inklusive aller Düsen in einem Ultraschallbad zu reinigen. Nur eine solche Reinigung garantiert, dass wirklich alle Kanäle und Düsen auch wirklich frei von Ablagerung werden. Da so etwas normalerweise in einer Hobbywerkstatt fehlt, kann man sich an den entsprechenden Spezialisten bzw. entsprechende Werkstätten wenden, die es in jeder Region gibt. Die Kosten für die Behandlung inklusive Reinigungsflüssigkeit betragen je nach Größe und Bauart zwischen 50 und 150 Euro. Der Zusammenbau des Vergasers erfolgt umgekehrt zur Zerlegung. Dabei werden sämtliche Dichtungen und O-Ringe natürlich erneuert. Sprüht man einen neuen O-Ring ganz leicht mit WD-40 ein, rutscht er leichter in seinen Sitz.
Zuerst wird der Schwimmer mit dem Schwimmerventil und der Nadel montiert und der Vergaser auf den Kopf gestellt. Da das Schwimmernadelventil jetzt geschlossen ist, kann man den Schwimmerstand überprüfen. Der richtige Stand ist für eine einwandfreie Funktion des Vergasers wichtig. Ist er zu hoch oder zu niedrig, läuft der Motor entweder zu fett oder zu mager. Gemessen wird der Abstand vom Schwimmer zur Hauptdüse bzw. Dichtkante am Vergaser. Gegebenenfalls kann man die Schwimmerzunge entsprechend nachbiegen. Dann werden die Düsen in die dafür vorgesehenen Bohrungen eingedreht, aber nicht zu fest angezogen. Jetzt kann man die Luftabsperrventile und Schubkolben montieren und die Gemischregulierschrauben ganz vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen. Achtung, die Spitze ist sehr empfindlich. Die Schraube wird dann entsprechend den notierten Umdrehungen wieder herausgedreht. Nach dem Umdrehen der Vergaser können schließlich die Gasschieber eingebaut werden. Dabei achtet man unbedingt auf die korrekte Position der Membrane, setzt die Feder ein und drückt den Schieber per Hand hoch, um anschließend den Deckel aufzuschrauben. Nicht vergessen, alle drehbaren Teile der Mechanik neu einzufetten, am besten mit Teflonspray oder Ballistol. Zum Schluss müssen die Vergaser wieder eingebaut werden. Sofern die Benzin- und Entlüftungsschläuche nicht neuwertig sind, sollte man sie ersetzen und die Schläuche beim Verlegen weder knicken noch quetschen. Die Ansaugstutzen kann man zur Montage innen ganz leicht mit WD-40 einsprühen. Dann die Vergaserbatterie in Position bringen und gleichzeitig in alle Ansaugstutzen einschieben. Die Schrauben der Klemmschelle gut anziehen, aber nicht ganz zusammenquetschen. Jetzt müssen nur noch der Chokezug und die Gaszüge eingehängt werden. Der Gaszug sollte nach der Montage noch ausreichend Spiel besitzen, 3 bis 5 mm am Griff. Je nach Motorrad wird nur noch der Luftfilterkasten angebaut. Auch hierbei ist darauf zu achten, dass die Gummistutzen gut aufliegen und keine Nebenluft ins System gelangen kann. Zum Schluss montiert man den Tank und schließt Benzinschlauch und Unterdruckschlauch, soweit vorhanden, wieder an. Nach einer Zerlegung und der Montage müssen alle Einstellungen, Leerlauf, Gemisch, Schwimmerstand usw. noch einmal genau kontrolliert werden und, sofern notwendig, die Vergaser neu synchronisiert werden. Dazu mehr im nächsten Schraubertipp. Eine defekte Vergasermembran hat zur Folge, dass der Unterdruck im Vergaser den Vergaserschieber nicht mehr richtig anhebt, dadurch die defekte Membran Luft einströmen kann. Somit laufen die Vergaser nicht mehr synchron und die gesamte Abstimmung ist durcheinander. Hat man den Verdacht, dass eine Membran defekt ist, ist es oft nicht notwendig, die komplette Vergaserbatterie auszubauen. In den meisten Fällen kann man sie nach dem Abnehmen des Vergaserdeckels relativ problemlos entnehmen und prüfen. Muss sie getauscht werden, stellt sich das Problem der Ersatzteilbeschaffung. Da sie mit dem Schieber verklebt ist, gibt es sie als Originalersatzteil häufig nur komplett und oft zu abenteuerlichen Preisen von bis zu 250 Euro pro Stück. Sofern so ein sogenannter Vakuumkolben überhaupt noch lieferbar ist. Glücklicherweise findet man aber einen passenden Reparatursatz im Zubehör für nicht einmal 30 Euro. Der Wechsel selbst ist keine Hexerei und lässt sich auch von Hobbyschraubern bewerkstelligen. Zu Beginn markiert man die Lage der Membran am Gasschieber. Sie hat an einer Stelle eine kleine Nase. Ich mache das mit einem dünnen Streifen Kreppband. Dann wird der obere Kunststoffring mit einem Seitenschneider ganz vorsichtig durchtrennt und entfernt. Er wird beim Zusammenbau nicht mehr benötigt. Jetzt kann die alte Membrane vom Schieber entfernt werden und man kann sowohl den Schieber als auch den verbliebenen unteren Kunststoffring gründlich säubern und entfetten. Der zum Repsatz gehörende Spezialkleber wird dann auf den Kunststoffring aufgetragen und die neue Tauschmembrane montiert und auf die Markierung ausgerichtet. Dann stülpt man vorsichtig die Membran um und drückt einige Minuten auf eine ebene Unterlage. Zur Sicherheit sollte man den Kleber ca. 8 Stunden trocknen lassen, bevor man den Schieber wieder in den Vergaser einbaut. Mein letzter Umbau hält seit über 5 Jahren bereits problemlos.